So, dann geht's ab zur Prüfung. Und vielleicht sehen wir dann das Ente. Die Wissenschaftler sind nicht mehr hier. So geschafftig. Da, 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 da. Sebi, sieh nur. Sie wurde zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Ist zu stark beschädigt. Man kann die Inschrift nicht mehr entziffern. Nein, die waren so wichtig. Es ergibt keinen Sinn mehr. Möchtest du vielleicht versuchen, die Inschrift zu entziffern? Wir gehen einfach. Los. Wir schauen, was auf uns zukommt. Nein. Ich weiß, was kommt. Nein. Oh, ich hoffe mal, dass ich still genug bin. Ah, die schon wieder. Pokémon Go Go! Pokémon Go Go confirmed! Vor mehr als mehr Jahrhundert Jahren, bevor Pokémon Go überhaupt war. Ja, wir haben auf euch gewartet. Du bist der Herr in Eile. Bleib trotzdem kurz stehen. Oh yeah! Da gehen sie wieder ab. Hast du uns erst gehört? Willst du nicht mehr gehen? Die geht auch so ab, nicht? Bei diesem wilden Rhythmus wackeln die Wände! So episch mit seiner Trommel. Und die Melodie spricht mehr als 10 Bände. Oh yes! Wer uns nicht kennt, wird uns bald kennenlernen. Bla, das Quartett, ein Name, ja. Hallo. Hallo, lang nicht gesehen. Willkommen bei der Prüfung des Feuers. Ihr seid Ranger von der Vereinigung, oder? Wie ihr sehen könnt, hat dieses Glurak eine Welt des Schmerzes betreten. Ich habe es gezwungen, auf Leo Steine zu gehen. Wollt ihr es nicht fangen? Ihr wisst schon vielleicht, um es zu beruhigen. Hey, es wird ein Spaß. Wobei ich muss sagen, so nervig dieses Glurak in diesem Spiel ist, ich finde die Story, an das ich mich jetzt noch erinnern kann, eigentlich schön. Weil ich glaube, es ist eher so selbstständig, obwohl es jetzt kontrolliert wird von dem Bösen, es ist trotzdem noch, hat seinen eigenen Willen und so und hat Schmerzen und es taucht halt immer wieder auf und wir fangen es immer ein. Das ist eigentlich gut gemacht. Hey Sebi, wer sind denn diese vier? Ich hoffe mal, du gehst nicht fremd. Ja gut, so, was haben die jetzt davon, dass die jetzt Glurak Schmerzen zugefügt haben? Sieh nur, das Glurak. Ja, es wird nervig. Ich hab's auf jeden Fall nervig in Erinnerung. Das Glurak leidet sehr. Was macht ihr? Oh nein, seht euch nur das arme, arme Glurak an. Ich werde dir die Arme ausreißen und dann sage ich, schaut euch mal diesen armen, armen Magnus an. Warum tut ihr denn nichts? Ihr könntet es doch fangen, nicht wahr? Damit es wieder ruhig und brav ist, oder? Oh, jetzt geht es einfach weg. Und ich glaube, da kann man dann runterfallen oder so. Nein, gar nicht. Wir haben uns voll verbrannt hier. Der Spaß kann beginnen. Ja. Oh Gott. Es hat eigentlich den Kreis schon berührt, oder? Lass dich fangen, mein kleines Glurak. Gebaut. Verschwinden die eigentlich, wenn ich das berühre? Ja. Okay. Dann probiere ich mal was. Es ist sehr, sehr, sehr gewagt, aber ich probiere es trotzdem. Aber nicht da oben, wo zwei Dinger sind. Wie es da herumgeht.
Natürlich geht es darunter zum anderen Foi-Foi. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es gar nicht erwischt. Zumindest was ich jetzt so gut sehen konnte. Das Glurak hatte vorher die Linie erwischt, aber es ist trotzdem nicht zerbrochen. Das ist auch irgendwie manchmal sehr, sehr, sehr komisch gemacht. Ich applaudiere. Ja, ja, ja. Ich weiß, das war wieder sehr so gut gemacht von Mu. Aber das mit den Feuer vernichten vorher. Es kann eigentlich funktionuckeln. Weil ich habe jetzt durch das Herumtesten ein bisschen Leben verschwendet dadurch. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Sieh nur, Sibi! Und ich bin ja jetzt auch auf die Story gespannt, ob die jetzt endlich mal diese Wissenschaftler in Verbindung mit dieser Power-Rock-Bande stellen, weil das ist ja irgendwie sehr auffallend, dass diese Wissenschaftler hier stehen, den Weg versperren und dann, wenn wir da reingehen, auf einmal diese Power-Rock-Bande hier haust. Das ist gar nicht suspekt. Pokémon-Kakao! Ah, mein Kreuz. Ich wäre schon so ein alter Opa. Wir haben gestern so Holz nachholen müssen für die Heizung. So Pellets. Diese Säcke mit diesen Holzdingern. Mit diesen kleinen. Und da haben wir so 40, 15 Kilo Säcke gehabt. Und mussten das ja natürlich wieder herumtragen in den Keller rein. Und ich war diesmal derjenige, der vom Auto diese Säcke die Rutsche runtergelassen hat. Sagen wir jetzt mal, weil wir haben da so ein Brett. Dieses Brett, das haben wir so befestigt, dass es dann runtergeht in den Keller durch ein Fenster. Dann muss man nicht dauernd so Umwege machen mit den schweren Säcken. Das geht eigentlich recht schnell. Und unten stapeln wir das und gehen dann damit in den Heizraum. Und ich bin normalerweise immer der, der die Säcke abfängt beim Fenster und dann schlichtet und dann rüberbringt. Aber gestern war ich diesmal derjenige, der die Säcke vom Auto runtergelassen hat. Und das war eigentlich ziemlich anstrengend, weil ich da auch, meine Mutter war diesmal unten beim Fenster, habe ich diesmal Acht gegeben, dass ich die Säcke einfach nicht so runterhaue, sondern die Säcke nehme und mich dann noch immer wieder so ein bisschen runterducke und die Säcke dementsprechend jetzt nicht von nur ganz oben runterlasse, weil dann geht ja die Geschwindigkeit 15 Kilo, geht ja dann direkt auf dich zu. Und ich habe es halt auch selber bei mir bemerkt, als ich immer unten beim Fenster das abgefangen habe, dass kann schon ziemlich sehr aufs Handgelenk gehen, wenn man da immer das abstoppen muss. Deswegen habe ich netterweise immer die Säcke dann noch ein bisschen so nach unten. Also ich habe mich noch mehr nach unten geduckt. Und ich glaube, das war einfach zu viel für mein Kreuz. Deswegen tut das jetzt weh. Oder die Muskeln. Ich habe vielleicht so eine Muskelkarte. Entweder das Kreuz oder ich habe eine Muskelkarte. Ich weiß nicht genau. So. Jetzt kann ich aber nichts machen, nicht? Außer hier hin. Oh, come on. Ich probiere ja jetzt mal Minun. Komm. Jetzt muss es sehr effektiv sein. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und das Feuer will nicht weggehen. Ja, komm. Ah, dann wieder Tryhard-Modus. Diese Zeit. Warum habe ich jetzt so lange gebraucht, um wieder das Mikro einzuschalten? Man hat es eh gesehen. So einfach kann es sein, nicht? So einfach. Yes. Hurray. Wir haben gesiegt. Victory geschrei. Was? Eine seltsame Energie lädt den Funkum auf. Welche denn? Welche seltsame Energie? Bim, bim. Tschüss.
Da fliegt es davon. Jetzt kommen sie und stoßen uns in die Lava rein. Bravo, das erwarte ich von einem Ranger der Ranger-Vereinigung. Ich habe versucht, das Glurak zu fangen, aber der Prototyp unseres Fangkomms war noch nicht gut genug. Jetzt reden wir wieder über unsere Technik, was dich eigentlich überhaupt nicht interessieren sollte. Aber wir erzählen es trotzdem. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch wieder alle unsere Pläne ausplaudern. Weiß doch, was es noch schlimmer macht. Unser Fangkomm hat das Glurak verletzt. Natürlich ein Unfall. Zum Glück sind dann zwei leichtgläubige Ranger aufgetaucht, die sehr hilfsbereit waren. Ich denke, wir sollten uns wohl bei euch bedanken. Ihr habt die vierte Prüfung für uns abgeschlossen. Was sabberst du da so herum? Geh weg! Tut. Da schaut er uns einfach an. Es gibt da eine Legende über das Dschungelrelikt. Wenn alle vier Prüfungen abgeschlossen werden, wird die Fiare-Region eine Katastrophe ereilen. Wir, die Power-Rock-Bande, wollen unbedingt, dass diese Katastrophe geschieht. Dann haben wir erfahren, dass ahnungslose Ranger, das seid ihr, herkommen, um die Prüfung zu absolvieren. Und dann hatte ich die Idee, wir bringen euch einfach dazu, die vierte Prüfung für uns zu erledigen, um damit die Katastrophe in Gang zu bringen. Ihr hattet mehr Probleme als erwartet, aber soll ihr euch verziehen? Naja, ist ja auch egal. Ich frage mich, was wohl mit der Entei-Statue geschehen ist. Die wurde zu einem Entei. Ein Entei. Hoffentlich nichts Gutes. Oh, wir sind böse. Obwohl wir gar nicht böse sind, aber wir sind böse. Mist. So ein Mist. Dann gehen wir einfach wieder. Das klingt jetzt so abenteuerlich. So gute Laune, abenteuerlich. Obwohl jetzt wahrscheinlich die ganze Welt untergehen wird. Ist ja auch wurscht. Wer braucht denn schon die Welt? Wer braucht denn schon die Welt? Wie geht's nochmal dahin? Ich weiß nicht mehr den Weg. Achso, da. Ganz easy peasy. Und jetzt kommt das legendäre Ente. Dam, dam, da! Feuer! Was soll denn nun passieren, wenn alle vier Prüfungen abgeschlossen wurden? Der Altar steht in Flammen. Das allein ist eigentlich schon eine Katastrophe. Wenn irgendwas in Flammen aufgeht. Aber das war es auch schon. Da sieht hübsch aus. Warum muss ich mir jetzt die vorstellen? Ein ganzes Haus brennt nieder. Familien werden geschmolzen in diesem Haus. Schreie sind zu hören und sie... Schaut hübsch aus, das Feuer, ja? Da ist ein Enteon. Enteon. Ein Enteon. Es hat sich wegteleportiert. Die Ente-Statue... Ich will immer Ente jetzt sagen. Ente-Statue ist verschwunden. Ist das etwa die schlimme Katastrophe? Oh nein, wie schlimm! Ich glaube, die Power-Rock-Bande hat uns nur einen Streich gespielt. Ich habe mich grundlos gefürchtet. Wobei, mir hat es eigentlich gefallen. Ich war beängstigend. Nicht beängstigend. Ja, ich bin beängstigend, aber ich war voller Furcht und war mit meinem Traummann hier in dieser dunklen Höhle und er hat mich beschützt. Oh. Sibi, wir sollten uns Heimweg machen, ja. Und da gehen wir einfach so. Ohne nachzuforschen, ob da irgendwas sonst noch passiert. Ein Beben, das gefällt mir gar nicht. Und dieses Geräusch, es kommt aus dem Dschungelrelikt. Lass uns zurückkehren. Das war so unnötig wie sonst was, dass wir jetzt rausgegangen sind. Von Andreas, Sebi. An Sebi, egal. Meine Güte, ein Erdbeben. Der Ausgangspunkt scheint im Dschungelrelikt zu sein. Wie ich euch kenne, seid ihr okay. Ihr seid doch okay. Ich möchte, dass ihr den Schaden einschätzt und der Ursache auf den Grund geht. Achtet aber auf das Nachbeben. Aria aus Herbstenau ist auch auf dem Weg. Sie war in Sommerlingen. Nee, nicht die schon wieder. Auf jeden Fall ist Sicherheit oberste Priorität. Bebt die Erde immer noch. Das musst du selber spüren. Warum gehen wir jetzt zurück?
Na, oder warum sind wir rausgegangen? Und warum schaut das da unten jetzt so komisch aus? Warum kann man das im Hintergrund noch sehen? Rette das Steuerrelikt! Alles voller Feufeu! Achso, deswegen. Wahrscheinlich musste man das so programmieren, ne, dass jetzt alles anders ausschaut. Deswegen musste man jetzt rausgehen, weil es anders nicht ging. Das hat... Ja, die Technik, die war da, oder das Wissen über die Technik von dem DS, das war noch nicht so vorhanden. Deswegen musste man rausgehen, ne, den Ort verlassen, dass sich der Ort verändern kann. Das war der Grund. Es ist unglaublich, hier hat sich alles verändert. Wo Wasser floss, ergießt sich jetzt Lava. Eigentlich müssten wir jetzt hier so verbrennen, aber ist ja alles unlogisch hier. Das Beben und der enorme Krach kamen von einem unterirdischen Vulkanausbruch. Wie weißt du das jetzt? Wie konntest du das wissen? Ach ja, oder sagte sie das? Oh, ihr seid in Sicherheit. Ich wollte Sommerlingen gerade verlassen, als ich von diesem Erdbeben hörte. Ich hatte das Gefühl, dass es sich nicht um ein normales Beben, sondern um etwas viel Unglaublicheres handeln muss. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ihr habt doch nicht etwa die vierte Prüfung abgeschlossen, oder etwa doch, ihr dummen Kinder? Aber ja, die vierte Prüfung, ja, wir haben, aber, es gibt einen Grund, ja, wir können erklären, ein Chlorak hatte schlimme Schmerzen und, ja. Da ist ein Entei. Ente. Hebt euch die Entschuldigungen für später auf. Was ist das da? Ist das eine Ente? Es ist ein Enton. Oder doch ein Entei? Ich weiß nicht. Du. Tja, shit happens. Ein Enton? Wieso sollte hier ein legendäres Pokémon erscheinen? Dort, wo diese Statue von diesem legendären Pokémon war. Wieso? Wie kann das sein? Das hätte ich mir jetzt nie gedacht. Ich weiß nicht warum, aber es muss etwas mit dem Vulkanausbruch zu tun haben. Wer sagt da was von einem Vulkanausbruch? Warum sind die sich alle so sicher, dass das ein Vulkanausbruch ist? Hätte ja Enton sein können, ne? Hat sich einfach übergeben und weil es halt dieses Vulkan-Pokémon, Feuer-Pokémon ist, dann wurde aus der Kotze die ganze Lava, kann ja auch sein. Wie auch immer, ich muss euch die Kontrolle über diese Aufgabe entziehen. Ich kann nicht glauben, dass ihr die vierte Prüfung abgeschlossen habt. Puh. Keiner hat euch irgendwas gesagt, aber ihr seid jetzt schuld. Puh. Kein Ranger würde sowas Dämliches tun. Puh. Ich werde das Enton beruhigen. Das wird hoffentlich verhindern, dass die Katastrophe noch weiter außer Kontrolle gerät. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber macht es nicht noch schlimmer, verstanden? Das sind immer die Guten, ne? Immer die besten Leute, die einen überhaupt nichts sagen und dann tut man was und dann tun sie so blöd herum. Wie konnte man nur, obwohl es das eigentlich gewusst hat, ne? Die Leute haben es gewusst, haben es uns aber nicht gesagt und beschweren sich dann, dass wir was gemacht haben und das dann ne, passiert ist. Das sind immer die besten Leute. Reißt halt euer Maul mal auf und dann passieren solche Fehler nicht. Aber nein! Man sagt einfach nichts, ist sich zu gut für das und beschwert sich dann bei den anderen, falls irgendwas passiert. Das hätte nicht passieren sollen, wenn man vorher seinen Mund aufgerissen hätte. Aber nein, die anderen sind schuld. Wir sind hierfür verantwortlich. Wir müssen aber etwas unternehmen. Nicht vergessen, dieses Solgaleos, Solana so heißt, dass die immer noch ziemlich im siebten Himmel abwesend herumsabbert. Das dürfen wir die ganze Zeit nicht vergessen. Und alles, was Solgaleo hier sagt, das sagt eigentlich unser Protagonist. Da. Wir haben ein Feufeu. Sollen wir speichern, ja. Ich speichere ab sofort die ganze Zeit. Bin ich eh noch online oder so? Da muss man halt immer wieder aufpassen, ja. Und warum hat sich mein PC jetzt so beruhigt? Nur noch 23% CPU-Auslastung.
Und vorher waren es noch irgendwie so 45. Da versteht doch einer die Welt. Das ist ja Wahnsinn. Bleibt stehen, ihr Katastrophenheinis. Ja. Und dann sind die Leute, die haben was gemacht und schieben dann den anderen die Schuld in die Schuhe. Das sind auch die Besten. Oh, die sind nervig. Komm, du gehst darüber und du gehst darüber. Ja, komm her, komm her. Du bleibst da drüben, okay? Ja, komm. So nervig. Sie sind so nervig, wie man nur sein kann. Mit ihrer Schleimspur hier. Kannst du das unterlassen, du blödes Viech? Dann probier ich's halt mit der Feuerstärke, obwohl das wahrscheinlich nichts bringt. Nope. Eigentlich wollte ich woanders hin drücken. So. Aber andere waren schuld. Ihr Zuschauer seid schuld, dass ich jetzt hier fehle. Und nicht ich. So. So einfach kann's gehen. So einfach. Das war wieder mein Skill. Ne? Immer alles schön reden. Wenn man failt, sind andere schuld. Wenn man Erfolg gefeiert hat, dann war es natürlich derjenige selbst. Mhm. Mein Skill war's. Mhm. Und falls ich Fehler mache, ihr seid schuld. Nicht mein Tag. Vor kurzem hat mich ein Mädchen, Ranger, glaube ich, einfach zur Seite gestoßen und in die Lava gestoßen. Eigentlich bin ich ja tot. Aber mein Geist ist noch hier geblieben und der redet jetzt mit euch. Tschüss. Okay. Da ist ein fettes Viech. Lass dich einfangen. Wie es wie so ein Baby herumwackelt. Lass dich einfangen, mein Kind. Ich bin nicht dein Kind, ich bin ein großes Steinviech. Ja, das sagen sie dann alle. Das sagen sie dann alle. Ein Magma, so ekelhaft das Viech. Springt da noch nicht ein Viech raus? Nope. Schade. Ich wollte, dass da ein Viech rausspringt. Hat mich Mike jetzt auch schon verlassen? Weil jetzt wieder nix im Chat kommt. Ich fühle mich so traurig. Es kommt einfach nichts. Ich bin so allein. Ich habe nur mein Georock, das sich jetzt auch verabschiedet hat. Aber Mike ist noch hier und alles ist okay. Warum springt das Viech einfach über mich? Das gibt es doch nicht. Yay, mit Gobudu. Oh, die hüpfen so ekelhaft herum. Ja, komm. Dankeschön. Und dich jetzt auch. Ja, hüpf so blöd herum. So ein blödes Viech. Come on. Los. Greif an. Und jetzt Fangversuch, let's go. Ja, was soll man da eigentlich machen? Man ist eh schon da bei der Ecke. Und dann hüpft es, das Spielfeld raus. Da kann man ja nichts mehr machen. So nervig. So nervig. Und warum hat das jetzt ausgereicht? Habe ich gespeichert? Ich hab's gesagt, dass ich speichern werde. Aber warum hat das 5 abgezogen? Sehr, sehr strange. Sehr, sehr strange indeed. Wenigstens da sind wir jetzt. Da müssen wir das nervige Paar hier nochmal machen. Yes! Aber immerhin nicht mehr so viel Zeit vertrödelt.
So einfach kann es sein. Man muss strategisch rangehen. So. Sorry, musste auch mal raus. Kommst du? Will das Viech mal? Okay, dann halt nicht. Also wirklich, manchmal die Pokémon meinen es auf, ich bin ein Pokémon und dann sagen sie, ich bin ein Pokémon. So. Ein wildes Gyarados erscheint. Und es wird vernichtet. Die sind mir am liebsten. Die sind einfach ganz lahm und machen nix. So, du bist ein braves Pokémon. Da da da. Da da da. Okay, ich höre schon auf. So, habe ich noch etwas zu erzählen? Ich glaube, ich wollte gestern noch etwas erzählen, was ich jetzt auf Twitter geschrieben habe, aber dann habe ich es wieder vergessen. Mich schaut da oben wieder dieses Bautz an. Dieses Bautz auf diesem Poster. Das irritiert. Weil es dir direkt in die Seele schaut. Obwohl es eigentlich nur so ein kleines Stück ist von diesem Poster. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Yes. So. Da oben dieses Poster, man sieht's vielleicht. Dieses Baut, das schaut einen direkt an. Das ist fies. Weil dann fühlt man sich immer so beobachtet, wenn man da raufschaut. So. Dann fangen wir mal das Tangela ein. Bew. Naja, über das kann ich reden, aber was wollte ich eigentlich ansprechen? Ich wollte gestern irgendwas ansprechen, was ich, glaube ich, eh gestern auf Twitter gepostet habe, aber das habe ich dann nicht mehr angesprochen. Was war denn das nochmal? Es kann doch nicht sein. Irgendwas. Wenn es mir nicht einfällt, dann schaue ich einfach nach. Was war denn das? Was habe ich denn gepostet? Irgendwas. Mir fällt es nicht mehr ein. Mir fällt es einfach nicht mehr ein. Muss es so blöd herumhüpfen? Oh, come on. Du nerviges Viech, ey. Ach, weißt du was? Komm her. Mir wird das so blöd. Dankeschön. Für was hat man hier diese Effektivität? Dankeschön. So schwer war das doch nicht. Dann mache ich mal daneben die Seite auf. Multitasking, das wird ja wieder was Feines. Das wird ja was Feines. Aber das ist gerade kein Multitasking, das ich gemacht habe, weil ich habe das eine aufgemacht, dann habe ich meinen Fokus wieder aufs Spiel gerichtet und jetzt kann ich wieder während den ganzen Animationen rüberschauen. Und ja, das ist kein Multitasking. So, was habe ich denn gepostet? Irgendwas. Irgendwas war da. So viele Bilder. Aber das wollte ich nicht. Da habe ich es angekündigt. Ah, jetzt habe ich es wieder. Weil ich es gerade sehe. Wie konnte ich das vergessen? Diese Erkenntnis. Die habe ich einfach wieder vergessen. Also, das Leben ist manchmal ein Leben, in dem es ein Leben ist. Das ist unglaublich. Kann man nur sagen. Es ging eben darum, dass ich jetzt während den letzten Monaten gesehen habe oder bemerkt bei mir selber, dass ich mir viel schwerer mit dem Reden tue. Dass ich da ja weniger Praxis gehabt habe die letzten Monate, was das Reden betrifft, das Sprechen. Ich habe ja früher auch immer wieder, ja, ich kann, und man kann schon sagen, dass ich da im Schnitt täglich immer so, sagen wir, eine Stunde aufgenommen habe und die ganze Zeit gequasselt habe.
Das kann man da schon sagen, im Schnitt jetzt grob gesagt. Natürlich habe ich nicht jeden Tag eine Stunde aufgenommen. Na, früher war das schon. Da habe ich wirklich immer die Parts am Tag davor aufgenommen und ich habe ja täglich immer die Parts gebracht, ganz am Anfang. Also da war es auf jeden Fall schon so der Fall. dass ich da zumindest so 30 Minuten Parts aufgenommen habe. Aber ich würde halt generell sagen, auch als ich dann mich entschlossen habe, dass ich einfach die Let's Plays im Stück aufnehme und bevor ich sie veröffentliche, dass ich das ganze Projekt aufgenommen habe, da habe ich ja dann auch sehr viel am Stück aufgenommen. Und da kann man schon sagen, ich habe da täglich im Schnitt so eine Stunde immer geredet und aufgenommen und so. Und jetzt halt die letzten Monate habe ich halt, weil ich mich ja jetzt entschlossen habe, weniger Let's Plays mehr zu machen. Ja, Mann, ey. Oh, come on. Okay, dann muss ich mich jetzt halt aufladen. Naja, weil ich halt mich jetzt gegen das Let's Play aufnehmen entschieden habe und mehr was streamen möchte und ich jetzt leider 2018 kann man generell sagen, nicht wirklich so zum Streamen gekommen bin, so wie ich es mir eigentlich gedacht habe, habe ich ja dementsprechend weniger aufgenommen, weniger geredet und das ist mir schon aufgefallen. Ich tue mir halt wirklich schwer, irgendwie Gespräche anzufangen oder mich auszudrücken, zu argumentieren. Und das ist schon irgendwie etwas, was ich wieder ändern möchte. Deswegen möchte ich mir eigentlich, ja, zu Herzen führen, wieder mehr aufzunehmen. Mehr streamen, so wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Das wäre ja eigentlich optimal. Ich habe mir eigentlich gedacht, so 3-4 Mal in der Woche streamen. Auch an den Tagen, wo ich Studium habe, dann einfach am Abend mal so 1-2 Stunden streamen, das habe ich mir eigentlich schon gedacht. Nur fühle ich mich immer noch ein bisschen erschöpft. Also würde ich sagen, ich probiere es jetzt umzusetzen, aber es kann halt immer wieder sein, dass ich dann doch immer wieder, sagen wir, wöchentlich einmal streame oder einfach mal alle paar Wochen oder so. Weil es gibt jetzt was Wichtigeres im Leben, würde ich sagen. Aber das möchte ich auf jeden Fall wieder ändern. Weil ich fühle mich halt da immer wieder unwohl. Das war eigentlich immer so meine Stärke, das Reden. Und eigentlich auch, brauche ich eigentlich das Gewalt auch für irgendetwas? Oder was ist das für ein Ort hier? Naja, das war halt immer wieder meine Stärke, das Reden, auch vor einer Gruppe reden oder irgendwie mich mit anderen irgendwie über Themen zu reden, da habe ich mir überhaupt nicht so schwer getan. Das habe ich auch im Studium bemerkt, dass ich da eigentlich immer einer der Besten war, wenn es darum geht, jetzt vor der Gruppe zu reden und so. Aber ja, die letzte Zeit fühle ich mich da immer irgendwie unwohler und unsicherer und ich tue mir da halt auch immer wieder schwerer. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich halt weniger Praxis im Reden gehabt habe jetzt die letzten Monate. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern, weil so geht das nicht. Nee. So geht das nicht weiter. Wo muss ich hier eigentlich lang? Warum habe ich 3 Mitteilungen auf Twitter? So. YouTube ist ja voll mit Idioten. Ist ja auch jetzt eine interessante Thematik. Das war von jemandem. Ja, das ist ja jetzt wurscht. Aber ich denke, da muss man ein bisschen reflektierter rangehen, wenn man jetzt so sagt, YouTube steht eher aus Idioten oder die meisten aus der Pokémon Community sind irgendwie Arschlöcher oder sowas. Ich kann schon sehen, wie man zu diesem Schluss kommt, auch was YouTuber betrifft, dass es da jetzt immer mehr Leute gibt, die ja, eher, wie soll man sagen, ein Content bringen, der jetzt nicht der Beste ist oder sich verhalten wie Arschlöcher oder sowas, weil das wird ja eher von YouTube heute gefördert.
was man so im Vergleich zu damals sehen kann, vor ein paar Jahren. Es hat sich auf jeden Fall schon geändert, da kann man was erkennen. Aber da tendieren die Leute eher immer so, jetzt sind die meisten so oder ganz YouTube ist so. Ich fühle mich auch auf YouTube jetzt nicht mehr so wohl, wo ich immer wieder sehe, was die jetzt so machen. Auch convenient, dass wir jetzt hier einen Rizeros haben. Zerstöre es! You mighty Rizeros! Einfach so einen Stein rangedonnert und ist weg. Dann ist es weg. Düdüd! Aber gut, brauchen wir dieses Hundemon-Vieh? Haben wir das nicht schon eingefangen? Mann, ey, was soll denn das? Come on. Ja, wie schon gesagt, man muss halt irgendwie aufpassen, dass man nicht auf diese Schiene gerät, alles zu verallgemeinern. Das ist auch nicht das Richtige. Weil das dann nicht stimmt. Es kommt halt auch letzten Endes drauf an, in welcher, ja, Blase man sich befindet. Das war ja jetzt auch immer wieder in diese Ausdrucksweise. Mit den Social Media, mit den Echokammern, mit den sozialen Blasen, die man sich geschaffen hat. Für die Leute, die jetzt da keinen Schimmer haben, was das jetzt sein soll. Ja, diese Echokammern, das ist halt einfach auf Social Media. Die werden ja nur die Sachen vorgeschlagen. Oder du kriegst halt auf den Social Media Seiten immer nur die Sachen zu sehen, die nach deinen Interessen gehen. Da steckt so ein Algorithmus dahinter und so, und ist ja logisch irgendwie. Wenn du dich jetzt nur mit dem einen beschäftigst, dann werden dir immer nur die Sachen von dieser einen Richtung vorgeschlagen. Das ist diese Echokammer. Man beschäftigt sich eigentlich nur mit dem, was einen interessiert, und weniger mit dem, was eigentlich das Gegenteil ist. Auch was Meinungen und so betrifft, ne? Da kriegt man immer nur das eine zu hören. Und so funktionieren eigentlich die Social Media, auch YouTube so. Man kriegt immer das vorgeschlagen oder immer mehr das vorgeschlagen, was irgendwie im Zusammenhang damit steht, was man sieht. Wenn man jetzt zum Beispiel sich immer nur irgendwie so einen Scheiß anschaut oder irgendwelche Leute, die, ja, generell, ich sage jetzt einfach so, erst einmal sie reden und dann ansprechen, weil das ist wieder etwas Komplexeres. Ihr seid immer noch hier, nehmt euch vor den Typen da vorne in Acht. Es ist kein gewöhnliches Mitglied der Power-Rock-Bande und sein Pokémon ist ungewöhnlich stark. Ich habe alles gegeben, aber es hat mein Fangkomm zerstört. Ich fühle mich so wütend und nutzlos. Geht's hier jetzt normal weiter? Dieses Beben, irgendwas ist da drin. Passiert! Ihr zwei, ihr habt nicht die Zeit, um hier starr vor Angst herumzustehen. Ist es nicht eure Aufgabe, Krisen zu untersuchen und zu bewältigen? Ich gebe es nur ungern zu, aber ohne mein Fangkommen kann ich meine Aufgabe nicht erledigen. Auch wenn euch eigentlich die Erfahrung fehlt, so muss ich doch meine Hoffnung in euch setzen. Ja, das ist aber schön, wie du uns Mut zuredest. Das finde ich ja nice. Naja, wieder zurück zu dem Thema. Es gibt diese ganzen, sagen wir, Assi-YouTuber und sowas. Sagen wir jetzt einfach mal immer so ein praktisches Beispiel, Bibi. Oder ApoRed. Da gibt es so viele Leute, auch in den Social Media, die sind kein Fan von diesen Leuten. Aber was machen die? Die ignorieren diese Leute nicht, sondern sie schauen die Videos an, damit sie mitreden können und so. Und genau deswegen werden dir dann auch solche Inhalte immer wieder vorgeschlagen. Deswegen wirst du auch immer so voll gespammt von deren Video. Ich will ja jetzt nicht eine Diskussion starten, wer ein Assi-YouTuber ist und wer nicht und so. Das interessiert mich alles nicht, wie schon gesagt. Wenn es einen nicht interessiert, wenn man dem jetzt nicht so zustimmt, dann sollte man das auch nicht anschauen, weil, wie schon gesagt, die ganzen Algorithmen, die funktionieren so, dass die dir vorschlagen und dann vorzugsweise so das, was eher angesagt ist. Warum ist da so ein Hundemon? Ich hätte gedacht, ich habe jetzt einen Special Hundemon bekommen und da ist so ein random Hundemon, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Oh, komm her. Ja, komm her, du kleines Glumander. Naja, wie schon gesagt, da braucht man sich nicht wundern, dass die dann auch so einen Erfolg feiern, weil, ne, das, was
einen vorgeschlagen wird, die haben ja dann natürlich auch einen Vorteil. Das ist schon wieder ein Klumander. Was muss ich da? Ich habe doch kein Wasser-Pokémon. Komisch. Naja, aber das halt zu dem. Es wird dir nur das vorgeschlagen, was du dir anschaust. Es kann auch sein, dass du nur einmal was angeschaut hast. Und dann wirst du voll gespammt damit für Monate. Das ist leider dann auch der Fall. Aber wenn man angefangen hat mit der Sache und man hat damit angefangen, wenn man sich dauernd diesen Content reingezogen hat oder nur mal angeschaut hat, ist kein Wunder für mich, dass du dann solchen Content bekommst. Dass die dann auch Erfolg feiern, so gesehen, weil sie vorgeschlagen werden. Das ist eigentlich ziemlich logisch, dass die so einen Erfolg dann feiern. Besonders immer die Leute. Das war jetzt eine schöne Abkürzung. Ich wollte jetzt hier nochmal schauen. Ne, da gab's ja Bibi mit ihrem Song. Und was ich so gehört habe, hat dieser Song irgendwie so viele Dislikes und so. Da muss man sich einfach mal vorstellen. Alle Leute, die jetzt Dislikes gegeben haben, wenn die dir das Video nicht angeklotzt hätten, das Video hätte wahrscheinlich nur halb so viele Aufrufe und halb so viel Erfolg. Aber nein, man macht sich einfach lustig über die ganzen Sachen und man flamet die ganzen Assi-YouTuber voll. Ja, Assi-YouTuber, ich glaube, dieses Beauty-YouTuber auch. Man macht sich dauernd lustig über andere Leute und übersieht einfach, dass man einfach ein Teil von deren Erfolg wird, wenn man einfach so tickt. Das ist einfach die Realität. Und deswegen geht mir das alles so am Arsch vorbei. Wenn irgendwann mal wieder irgendwo ein Drama passiert. Das geht mir alles so am Arsch vorbei, weil ich konzentriere mich einfach nur auf den Content, der mir auch gefällt. Wo ich sage, da stehe ich eigentlich auch irgendwie dahinter. Das finde ich interessant. Das finde ich ist nicht fehl am Platz wie anderer Content, sondern einfach der gehört auch irgendwie hierher, weil er wirklich interessant ist und der verdient auch die Aufmerksamkeit. Nur diesen Content schenke ich eigentlich Aufmerksamkeit. Oder gibt es noch irgendwie was Assihaftiges? Man kann auch eher sagen, jetzt so ein Content, der hinter dem ich jetzt nicht so stehe, das waren jetzt so Videos, die ich jetzt auch in letzter Zeit mal so geschaut habe, so Try Not To Laugh Challenges, wo einfach andere Leute versucht haben, diese Challenge zu machen. Ist da unten eigentlich was? Und das war eben dieser React-Channel. Da habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut. Da muss ich sagen, wie die das machen, finde ich es nicht so gut. Auch was den Content betrifft, welche Videos gezeigt werden. Da sind immer so öfters Videos dabei, wo sich Menschen verletzen und sowas. Das ist einfach überhaupt nicht mein Geschmack. So, ich finde das überhaupt nicht lustig, wo Leute verletzt werden und das soll lustig sein. Also so ein Content. Warum man da lacht zum Beispiel, weiß ich nicht. So. Aber ja, dieser React-Channel hat halt da immer hauptsächlich so welche Videos gebracht, außerdem wie die da generell rangegangen sind, dass man überhaupt sich nicht bewegen darf oder so, das finde ich auch irgendwie ziemlich blöd. Also an sich habe ich ja schon mal Content gesehen, so ist es ja nicht, den ich jetzt nicht so hundertprozentig unterstützen würde. Im Vergleich habe ich jetzt in den letzten Wochen Markiplier mal wieder so Videos von ihm gesehen, habe ich jetzt eh länger nicht mehr gemacht. Und eben auch seine Variante von Try Not To Laugh Challenge und blabliblub. Bei ihm hat man dann eher einen Inhalt gesehen, wo ich auch sage, dass ja, okay, das ist jetzt mir sympathischer, das ist eher lustiger oder da würde ich eher anfangen zu schmunzeln. Und auch wie er das gemacht hat, finde ich eigentlich auch sympathischer. Nicht so wie ein Stein da sitzen und überhaupt nichts machen, sondern der hat das ein bisschen offener gestalten mit Lachen.
Das ist nicht schon so schmunzeln, lachen, sondern da muss er wirklich anfangen zu lachen. Das finde ich eigentlich auch besser. Das war auch bei, wie heißt er denn? Ja, The Game Theory. Haben sie ja auch mal so Challenges im Livestream gemacht. Und die haben einfach ihren Spaß gehabt. Und sowas finde ich eigentlich auch gut. Warum ich das Ganze jetzt angesprochen habe, fragt euch eventuell. Ich habe jetzt einfach darüber nachgedacht, über Content, weil ich ja gesagt habe, man sollte sich ja eigentlich nur auf den Content konzentrieren, den man eigentlich auch unterstützt oder wo man auch hintersteht. Man muss die Leute nicht abonniert haben, aber halt einfach, dass man sich Content anschaut, wo man sagt, okay, das finde ich gut. Und es gab halt eben auch immer wieder mal Videos, wo ich selber sagen muss, okay, die habe ich mir jetzt mal angeklotzt. Waren auch mal eine gewisse Abwechslung, ja. Aber da würde ich jetzt nicht so hinterstehen. Also, das ist natürlich dann auch irgendwie, würde ich schon sagen, was natürlich ist, was auch jetzt nicht gleich verwerflich und falsch ist, wenn man sich einfach mal Interesse halber mal anderes Zeugs anschauen möchte. Aber es ist halt auch irgendwie ein Unterschied zwischen, man schaut sich dann so ein Content an, um einfach mal zu schauen, wie das so ist und so. Und man, ne, Asi-YouTuber und sowas, man schaut sich das absichtlich einfach dauernd an. Ich glaube, da gibt es schon einen ziemlich großen Unterschied. Wo war denn jetzt das mit dem Wasser? Ich glaube, eh doch rechts oben. Also da gibt es sicher schon einen Unterschied. Und ich, wie schon vorher gesagt, ich würde da jetzt wirklich jeden empfehlen, wenn euch ein Content jetzt auch nicht anspricht, auch von der Moral und alles drum und dran, dann schaut halt nicht diese Channels an. Was erreicht ihr denn da? Was erreicht ihr, wenn ihr jetzt überhaupt kein Bibi-Fan seid, zum Beispiel? Wenn ihr, ja, sie regelrecht hasst. Es ist eine komplett andere Diskussion, wenn man jetzt mal die Frage in den Raum stellen möchte, hat sie sich irgendwie einen Flame verdient, dieser ganze Hass und sowas. Das ist was anderes, über das möchte ich jetzt auch nicht reden. Was ich aber reden möchte, ist halt, warum schaut man sich einen Content an, wenn man eh kein Fan von diesem Content ist? Und was bringt einen das? Man ist dann wirklich ein Teil von deren Erfolg, wenn man einfach diesen Content dann anschaut und so. Seh ich halt mal, was hältst du von momentan Fortnite, wie auch immer, Hype? Findest du das Spiel? Ich habe jetzt nur mal so auf Social Media Seiten mal hin und wieder so Einblicke in das Spiel gesehen. Es ist halt irgendwie so ein Shooter, habe ich jetzt noch in Erinnerung. Ja. Steht ihnen eher neutral gegenüber. Und ja, das Thema Hype ist ja auch wieder so eine Sache, nicht? Ob das gut ist, dass bestimmte Sachen gehypt werden und so. Da muss jeder selbst entscheiden. Mir ist das eigentlich relativ wurscht. Zumindest bei Videogames. Wo wir jetzt von Hypes generell reden. Ich muss aber schon sagen, die ganzen Memes, die finde ich schon langweilig. Also da bin ich eher negativ eingestellt. Wenn ich da jetzt, ich habe das Gefühl, irgendwie jeden Tag muss ein neues Meme entstehen oder sowas. Und auf Social Media Seiten sieht man jeden Tag immer wieder was Neues und alle posten das. Irgendwie ist das einfach mir viel zu viel und manches ist auch einfach nur bescheuert. Memes waren jetzt nie Hochkaräter, ja. Das behaupte ich ja auch nicht. Aber wenn die dann immer so in Fülle kommen, die sind dann so langweilig. Früher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da war es ja noch irgendwie spannend, wenn man ein Meme gehabt hat, das jeden Monat oder jede 2-3 Monate, dass man da
ein durchdachtes Meme gehabt hat. Irgendwie ein durchdachtes. Aber jetzt wird irgendwie alles hergenommen. SpongeBob wird jetzt ausgeschlachtet. Irgendwie gefühlt jede Szene aus SpongeBob wird jetzt irgendwie hergenommen, was meme-lastig ist und dann... Oh, ist das langweilig, wenn ich das immer sehe. Also da bin ich ein bisschen genervt von diesen ganzen Gemime. Also da kann ich überhaupt nichts anfangen. Und jetzt, was dieses eine Videospiel betrifft, kann... Ich glaube, es kommt halt wirklich drauf an, wo du dich befindest, in welcher sozialen Blase, in welcher Echokammer. Weil mich gehen wahrscheinlich die ganzen Memes so an, weil ich ja gerne auf Twitter unterwegs bin und da werden die ganzen Memes gepostet. Deswegen nerven mich eher die Memes anstatt dieses Videogame zum Beispiel, weil das wird ja nicht wirklich auf... Twitter, zumindest bei mir, was ich da immer so zu sehen bekomme, wird das nicht so ausgeschlachtet. Und wahrscheinlich hast du, Mike, jetzt irgendwo einen anderen Zugang, wo du hauptsächlich immer nur was von dem Spiel siehst und jetzt deswegen so genervt bist. Ich glaube, das ist, was eigentlich das Wichtigste ist bei der ganzen Sache. Was du in deinem Internetleben so zu sehen bekommst. Das spielt eine Rolle, ob du jetzt genervt bist von so einem Hype oder irgendwie sowas, nicht? Meinst du, wie das Enten? Und wie ich das Spiel finde, kann ich nicht sagen. Einfach weil ich es nicht gespielt habe oder noch kaum was gesehen habe. Ich habe auch kein großes Interesse, weil es ist wieder so ein Shooter-Game und ich bin generell jetzt nicht der größte Shooter-Fan. Also, ja. YouTube-Schule. Ja, das kann ich mir vorstellen. Schule, wenn ich jetzt mal auch an meine Schulzeit denke, da haben wir auch immer wieder so gehypte Games gehabt, die jeder gespielt hat. Dass das dann einem bis da raussteht, kann ich mir schon vorstellen. Und dann auf YouTube, wenn man das immer wieder sieht. Ja, YouTube ist dann wieder eine andere Sache. Schule kannst du eigentlich, hast schon Einfluss drauf, in welcher Gruppe du dich befindest, über was ihr euch dann unterhaltet, aber YouTube ist halt wieder so Social Media, was du dir selbst geschaffen hast. Irgendwie. Ne, mit dem Abonnieren, mit den Videos schauen, das hat man sich selbst irgendwie geschaffen. Nicht alles, was man dann vorgeschlagen bekommt, hat man selbst fabriziert, ja. Aber es läuft halt in diese Richtung. Und YouTube, da fällt mir jetzt gerade nichts ein, was mich jetzt eher stört. Was mir immer vorgeschlagen wird. Eigentlich wird immer das vorgeschlagen, wenn ich mal fremde Videos schaue, die ich jetzt nicht abonniert habe. Das, was ich eigentlich so thematisch geschaut habe. Und das finde ich eigentlich eh nicht so schlimm. Naja. Na sowas, wenn das mal nicht die Katastrophen-Heini-Gang ist. Katastrophen-Heini-Gang, das klingt nicht cool genug. Vielleicht Katastrophenerschaffer-Gang interessiert ja auch niemanden. Aber ich muss euch loben, unser Boss ist wirklich zufrieden mit euch. Der ist gar nicht böse, obwohl er böse ist. Ach was sage ich da? Er ist überaus zufrieden, obwohl er böse ist, obwohl er eigentlich nicht böse ist. Ihr habt eine wichtige Rolle bei den Tests unseres neuen Funcoms gespielt. Aber jetzt ist eure Aufgabe beendet. Wenn ihr hier weiter rumwuselt, tritt der Boss euch aus Versehen noch platt. Was soll denn dieser Blick? Euch zeige ich es. Trommel, Trommel, Trommel. Schaut euch mal Georock an. Wie der gerade abgeht. Hey. Zeit zum Arbeiten, Leter King. Hau diese Clowns um. Dann bekommen wir vom Boss vielleicht ein extra Lob. Schaut euch das Viech an. Es liegt daran, dass viele Leute, die ich abonniert habe, sofort schon in den Hype kam, angefangen haben, es zu spielen. Das ist eben die Sache. Im Prinzip ist man dann irgendwie selber schuld, dass man die Leute dann abonniert hat.
Was ja auch jetzt nichts Schlimmes ist, denke ich mal. Aber man darf halt nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass das Internet bzw. die ganzen Social Media Seiten so geschaffen sind, dass dir das eher vorgeschlagen wird, was dich interessiert, nicht? Oh, schade. Ich wollte es durchziehen. Dann sage ich einfach mal, komm, foi, foi. Yes. Come on. Come on. Warum schaffst du es immer durch? Nee. Das war nicht so gut. Dann frische ich mich mal auf. Wupp, 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 wupp. So. Komm her. Dann probier es wieder mit Geduld. Greif doch an. Dankeschön. Wupp, wupp, wupp. Und ich würde auch generell einfach sagen, wenn einen irgendein Hype irgendwie so gegen den Strich geht, dann sollte man seinen eigenen Fokus einfach auf was anderes richten. Und vielleicht, falls man dann Interesse hat, oh, come on, dann in ein paar Jahren sich diese Serie anschauen oder diese Serie spielen, das denke ich mal, ist auch das Beste. Weil ich denke auch im Anime-Bereich zum Beispiel gibt es immer diese Hype-Animes, wo ich auch irgendwie verstehen kann, dass das dann einen ziemlich nervt und demotiviert, was jetzt die Serie an sich betrifft. Aber es ist halt ja nicht wirklich fair gegenüber der Serie, dass man sich davon immer so runterziehen lässt. Oh, come on. Ich will jetzt nur das probieren, so. Schau nicht so rauf. Oh, come on. Immer dieser Abbruch. Ich hasse es. So. Blödes Viech, ey. Ah, jetzt muss ich an die Soul Link denken. Der Schmerz kommt wieder hoch. Oh, so schwer ist es doch nicht. Entweder er geht ab oder er hat zu wenig Zuneigung. Redest du über das Dingsbums, nicht? Über das Georock. So viel zum Thema Extralob. Ist aber auch nicht wirklich schlimm. Ich habe euch aufgehalten, meine Arbeit ist getan. Der Boss ist im hinteren Bereich. Das Experiment ist aber schon längst beendet. Ihr habt hier gedrödelt. Das Beben zuvor ist der Beweis. Ihr konntet es nicht shoppen, man sieht sich. Tja. Georock ist immer noch an unserer Seite. Gemeinsam werden wir jetzt dem bösen Boss, der gar nicht böse ist, einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, ich glaube, so weit sind wir im Spiel noch nicht. Aber es wird irgendwann passieren. So. Jetzt kommt gleich voll der Mindflash, wer der echte Boss ist. Die Musik. Was? Das ist der Boss? Das hätte ich mir jetzt nie gedacht. Ist das der Anführer der Power-Rock-Bande? Ich schaue in die Luft, das machen nur böse Leute, obwohl sie nicht böse sind. Und du bist... Warte, ich erinnere mich. Du bist meine Eskorte. Das reimt sich mit Torte, das machen nur böse Leute reimen. Obwohl ich eigentlich nicht böse bin. Aus dem Fliederwald, dein Name lautet Sebi, nicht wahr? Kicher, kicher, das machen böse Leute, obwohl sie nicht böse sind. Ich schau wieder in den Himmel, das machen nur gute Leute und ich bin böse. Du wirkst überrascht. Damals war ich sicher nicht mehr als ein armer, alter Mann, der sich im Wald verirrt hatte. Ich schau wieder in den Himmel. Aber jetzt, die beiden ärmsten Gestalten in Fiore, seid wohl ihr beiden. Als Boss der Power-Rock-Bande werde ich, Gunther, euch nun die Hintergründe erklären,
Weil das machen böse Leute, obwohl ich nicht böse bin. Ha 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 ha. Seht es als Dank für eure Hilfe an. Muhahaha, das machen böse Leute, obwohl ich nicht böse bin. Die Legende des Dschungelsrelikts hat sich als wahr herausgestellt. Ich schau wieder in den Himmel als böser Böserich, obwohl ich nicht böse bin. Dank zweier leichtgläubiger Gutmenschen wurde die vierte und damit letzte Prüfung abgeschlossen. Dadurch kam es zum Ausbruch des Vulkanes und dieser Ausbruch wiederum verursachte, dass das Ente erwachte. Das Enton, aufgeladen mit einer Menge feuriger Energie, schien der erste Fang meines neuen Fangkomms zu werden. Als legendäres Pokémon hört ihr übrigens die Orgel im Hintergrund. Das sind nur Themes für böse Leute, obwohl ich nicht böse bin. Hat es mir einen ungeheuren Kampf geliefert, aber am Ende habe ich, Gunther, der böse Böserich, der nicht böse ist, triumphiert. Der enorme Lärm und das Beben von zuvor waren das Resultat des Fanges. Muhahaha, ich bin böse. Und das beweist, muhahaha, habe ich jetzt wieder getan, dass die Power-Rock-Bande und der Ranger, oder und das beweist, dass die Power-Rock-Bande der Ranger-Vereinigung den Rang abgelaufen hat. Genau das ist Beweis. Wissenschaftlich bewiesen, so funktioniert das, weil ich bin der Gunther, der böse Böserich, der nicht böse ist. Sehr bald wird man uns und nicht mehr euch als die legitimen Ranger ansehen. Lass mich dir deinen letzten Auftrag erteilen. Wenn niemand etwas wegen des Enton unternimmt, wird er sicher einen weiteren Vulkanausbruch verursachen. Das wird dann nicht nur das Relikt, sondern auch das natürliche Gleichgewicht und das Leben der Menschen in Fiore zerstören. Muhahaha, ich schaue in die Luft. Das machen nur gute Charaktere, die gar nicht böse sind. Und das wäre doch schlimm, oder? Eure letzte Mission wird also wie folgt lauten. Macht, was ihr wollt, denn mir ist alles vollkommen egal. Fuhahaha. Nur böse Leute, die nicht böse sind, haben eine Lache von Fuhahaha. Muhahaha. Sebi, möchtest du, dass ich noch ein Enteron mache? Es ist schon zu einem Enteron geworden. Was? Also... Ich hab gedacht, ich muss es ansprechen. So. Dann gegen den Bösen. Böserich. Oh nein! Das ist ja böse! Also bist du so schwach, dass du ohne deinen Buddies nichts machen kannst? Enttäuschend. Von einem legendären bösen Pokémon hätte ich mir was anderes gedacht. So. Was willst du jetzt tun? Ich habe jetzt schon gedacht, warum steht jetzt alles? Ist jetzt etwas, hat sich aufgehangen oder was? Okay. So, was jetzt, du blödes Viech? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde dich fangen, du böses, böse welches Viech. Das war jetzt sehr, sehr anstrengend. Buhaha. Tja, Gunther, der böse Böserich. Was sagst du jetzt? Es ist geflüchtet. Da, das Enteron gefangen? Damit habe ich zugegebenermaßen nicht gerechnet, weil ich bin ein typischer Bösewicht, der einfach nur schrotum ist. Aber nicht so tragisch. Mein Experiment war ein überragender Erfolg und wir haben einen entscheidenden Schritt nach vorne getan. Das machen böse Leute, die nicht böse sind. Alle schönreden. Mit meinem Fangkomm kann man selbst legendäre Pokémon ohne große Fähigkeiten fangen. Leider kann man das Verhalten der legendären Pokémon noch nicht völlig kontrollieren. Aber auch das sollte bald möglich sein. Eine kleine Änderung hier und da... Und wir können mit dem Tag heute zufrieden sein. Muhahaha! Ich lache, weil ich böse bin, obwohl ich nicht böse bin. Meine besten Grüße auch an Prof. Hastings, den Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung. Ich schaue in die Luft.
Ja, vergesst bitte auf keinen Fall dem großen Professor die Grüße zu überbringen. Muhahaha. Okay. Und du hast wieder was geschickt. Dann mache ich das gleich wieder auf. Das ist das wahre Böse, solche Bilder sich anzuschauen. So. Komm. Jetzt in Shiny-Form. Enton, na, Enton, Ente, Entoron. Ach ja. Und wo ist der Entoron-Part? Ja, es ist Enton, Enton, Entoron. Es ist kein Enton, Ente, Entoron, sondern nur ein Enton, Ente in Shiny-Form. Da muss schon etwas vom Enteron kommen, wenn es Enteron im Namen hat. So. Du Dusselgur. Und jetzt gehen wir.